Eminenz, Kardinal Lehmann, Bischof Overbeck, Bürgermeister Kocsala, liebe Altrektorinnen, Altrektoren, Spektabilitäten, Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen und Kommilitonen, Gäste, alle Anwesenden grüße ich ganz herzlich und freue mich, Sie zum ersten Vortrag unseres diesjährigen Mercator-Professors an der Universität Duisburg-Essen in diesem großen Saal. Über 700 sind gekommen, nochmal, wie gesagt, ganz herzlich zu begrüßen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Person gewinnen können, die sich in gesellschaftlichen Debatten immer wieder mit wegweisenden Beiträgen zu Wort gemeldet hat und den öffentlichen Diskurs zu wichtigen Zeitfragen in unserer Gesellschaft entscheidend mitgeprägt hat. Ich freue mich daher sehr, den emeritierten Bischof von Mainz, Karl Kardinal Lehmann, heute zu seinem ersten Vortrag an der Universität Essen begrüßen zu können. Bevor ich jetzt unseren diesjährigen Mercator-Professor Ihnen vorstelle, möchte ich, wie immer, Sie kennen das, ganz kurz auf die Geschichte der Mercator-Professur eingehen. Nicht alle kennen es, es sind ja auch einige neue Gäste hier. Deswegen erzähle ich es auch. Die Geschichte der Mercator-Professur beginnt 1997. Die Mercator-Professur wurde anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gerd-Mercator-Universität Duisburg eingerichtet. Mit ihr soll das wissenschaftliche Vermächtnis des Duisburger Kartografen und Universalgelehrten Gerd Mercator wachgehalten werden. Die mit unserem Motto auch, jetzt nicht lachen, nein, offen im Denken verbundenen Ziele, Weltoffenheit und Weitblick sind die zentralen Kriterien, nach denen auch die Mercator-Professur vergeben wird. Die Persönlichkeiten, die in der Vergangenheit eine Mercator-Professur innehatten, kommen aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Zu ihnen gehören unter anderem der Bundespräsident AD Richard von Weizsäcker, Außenminister AD Hans-Dietrich Genscher, Filmregisseure Schlöndorff, Volker Schlöndorff oder auch Margarete von Trotter, der Journalist Ulrich Wickert, die Soziologin Nexa Kelleck, Frauenrechtlerin Ali Schwarzer, der Bundesverfassungsrichter außer Dienst Professor Dr. Udo Fabio und so weiter. Ich will sie nicht alle aufzählen. Die Mercator-Professur blickt also auf eine lange Reihe herausragender Persönlichkeiten zurück. Auch unser diesjähriger Ehrenträger, Herr Kardinal Lehmann, fügt sich in diese illustre Reise, denke ich, hervorragend ein. Die Biografie von Karl Kardinal Lehmann, da möchte ich mich auch kurz fassen. Kardinal Lehmann, so steht es auch in unserer Vorankündigung, ist stets ein liberaler Vordenker in der katholischen Kirche gewesen, der sich auch bei unbequemen Fragen klar positioniert hat. Kardinal Lehmann ist ein Mann aber auch des Ausgleichs, ein Brückenbauer, der sich aber nicht verbiegt. Sein Wirken gilt und galt dem gesellschaftlichen Zusammenleben und dabei stellte er stets die Sorgen und Nöte der Menschen in den Mittelpunkt. Damit hatte er es verstanden, die Verbindung von Kirche und Gesellschaft neu zu beleben. Sein Interesse an Menschen reicht weit zurück. Bereits in der Schulzeit hatte Kardinal Lehmann den Wunsch, damals war er natürlich noch nicht Kardinal, aber sich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen und sein Tun in den Dienst seiner Mitmenschen zu stellen. Daraus entwickelte sich auch schon sehr früh der Entschluss, Priester zu werden. Schon während seines Studiums der Philosophie und katholischen Theologie in Freiburg und Rom wurde er zum Priester geweiht. Trotzdem promovierte er gleich zweimal in Philosophie 1962 zu Martin Heidegger, in katholischer Theologie 1967 zu dem Thema Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift. Ein wichtiges Puzzleteil zum Verständnis der Person Karl Lehmann stellt das Zweite Vatikanische Konzil dar. Herr Lehmann, Sie selbst haben einmal gesagt, ich könnte mich selbst gar nicht denken ohne das Konzil. Kardinal Lehmann begleitete das Konzil als wissenschaftlicher Assistent des berühmten Theologen Karl Rahner. Als Berater war er auch mitverantwortlich für das Konzil, welches die katholische Kirche für das Denken des 20. Jahrhunderts öffnen und in den Dialog mit Andersgläubigen führen sollte. Kardinal Lehmann, Herr Rahner, haben Sie, Herr Lehmann, im Anschluss dann auch nach München an die LMU und nach Münster an die Westfälische Universität begleitet. Damals schien ein Weg in die Wissenschaft vorgezeichnet. Und tatsächlich haben Sie auch 1968 mit 32 Jahren schon als damals jüngster Professor einen Ruf an die Universität Mainz erhalten.
Drei Jahre später übernahm dann Kardinal Lehmann in Freiburg die Professur für Dogmatik und ökumenische Theologie. Heute ist er an beiden Universitäten Honorarprofessor. 1983 wurde Kardinal Lehmann zum Bischof von Mainz ernannt. Auch dabei war er damals der jüngste Vertreter seiner Zunft. Sein bischöflicher Wahlspruch lautete: Stare in fide, stehe fest im Glauben. Bereits vier Jahre später, 1987, trat Lehmann den Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz an, ein Amt, für das er in der Folge 1993, 1999 und 2005 bestätigt wurde. 2001 schließlich wurde Herr Lehmann die Kardinalswürde verliehen, sodass er den Konklaven 2005 und 2013 teilnehmen durfte. In seiner Zeit als Bischof von Mainz hat Kardinal Lehmann stets ein Ohr nah an den Menschen gehabt und ist viel in seiner Diözese herumgereist. Er selbst hat dazu gesagt: Inzwischen kenne ich jede Scheune. Diese Volksnähe ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass der EU-Parlamentspräsident Kardinal Lehmann würdigte und sagte, so eine Kombination aus intellektueller Brillanz und menschlicher einfacher Zugänglichkeit wäre einzigartig. Diese intellektuelle Brillanz, die Herr Schulz anspricht und von der wir heute auch profitieren werden, kommt nicht von ungefähr. Mehr als 100.000 Bände umfasst die Bibliothek des Kardinals mittlerweile, vor allem aus den Bereichen Theologie, Philosophie, aber auch Literatur und Kunst. Seit heute sind es 100.001. Ich habe ihm gerade das Buch über die junge Geschichte der Universität Duisburg-Essen gegeben, was er auch mitgenommen hat und auf der Rückreise lesen wird. Sehen Sie, also für die Menschen, die nicht nur in seinem Bistum und nicht nur in seinem Bistum hat Kardinal Lehmann immer wieder seine kritische Stimme erhoben, auch wenn ihn dies gegen die Linie Roms oder wenn es gegen die Linie Roms ging. Deutlich wurde das etwa bei seinem Widerstand, als die katholische Kirche aus der schwangeren Konfliktberatung aussteigen wollte, oder in seinem Engagement für wiederverheiratete Geschiedene. Auch wenn sich Lehmann Abfuhren aus Rom holen sollte, aufgegeben hat er nie, und dass sich gute Ideen und gute Argumente durchsetzen, daran glaubt er fest. Auch sein Ruf als Brückenbauer etablierte sich zu dieser Zeit. Ein Schwerpunkt seines Wirkens hat er der Ökumene gewidmet, das heißt der Verständigung zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen. Dass ihm in diesem Jahr die Martin-Luther-Medaille der evangelischen Kirche verliehen wurde, zeigt, wie sehr sein langjähriges Engagement auch hier gewürdigt wird. Dabei hob der EKD-Ratsvorsitzende in seiner Laudatio hervor, dass Lehmann bereits zu seiner Zeit für die Ökumene geworben habe, als in der katholischen Kirche Skepsis und Zurückhaltung noch sehr groß gewesen sei. Aber auch jenseits kirchlicher und theologischer Fragen hat er in gesellschaftlichen Debatten immer wieder seine Stimme erhoben, hat sich eingemischt und ist für seine Überzeugung auch eingestanden. Dies dürfte mit ein Grund dafür gewesen sein, dass er über Konfessions- und Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. In diesem Jahr schließlich hat Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch von Kardinal Lehmann angenommen. An Herrn Lehmann, jetzt, was hat er gesagt? Bei Ihrem Zusammentreffen soll er gesagt haben, korrigieren Sie mich, Ihr einziger Fehler ist Ihr Alter. Eben bin ich in der Fragestunde mit den Journalisten gefragt worden, was mein Interesse und warum, und Herrn Lehmann, und da habe ich gesagt, sein Vorteil ist sein Alter. Wäre er noch im Amt gewesen, dann hätte ich ihn schlecht auch hierhin locken können. Also wir deswegen, wie man es sieht. Nicht? Also dies sehen anscheinend auch andere Menschen so. Zahlreiche Preise, Auszeichnungen zeugen davon, von der Anerkennung. Und auch das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland mit Stern und Schulterband, die Verdienstmedaille von Baden-Württemberg, aber auch die andere Seite, das goldene Schlitzohr, ist Ihnen auch verliehen worden. Was das genau ist, weiß ich nicht, aber Sie werden es wissen. Sie alle zeugen von Bedeutung und Wertschätzung, die der Person Kardinal Lehmann entgegengebracht wird. Volker Bouffier hat dies bei der Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille treffend zusammengefasst. Sie waren beliebt, aber nie beliebig. Komme ich ganz kurz zu dem Thema des heutigen Vortrages. Keine Sorge, ich werde es nicht vorwegnehmen. Bevor wir zum Vortrag kommen, trotzdem einige Worte zur Vorlesung heute. Heimat und Fremde, das sind zwei unheimlich wirkmächtige Konzepte. Ein jeder von uns verbindet damit unterschiedliche Dinge, hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht, und das macht es so schwierig, sich darüber zu unterhalten, auch sie zu beleuchten. Wenn ich meine persönlichen Erfahrungen an dieser Stelle Ihnen mitteile, zeigt es einfach, dass der Angang oder Zugang zu diesem Thema, wie gesagt, sehr individuell ist. Heimat ist für mich etwas, ein Teil meiner Familie
ist seit 500 Jahren, wenn ich mit dem Stammbaum zurückgucke, der belegt ist, im Riesengebirge ansässig gewesen. Irgendwann im Hochmittelalter ist man ausgewandert im Riesengebirge von hier, ist dorthin gegangen und musste dann 1945 wieder weg. Meine Eltern, der andere Teil der Familie kommt aus Pommern. Sie haben sich zufällig beim Flüchtlingstreck in Werther in Ostwestfalen getroffen, bei Bielefeld. Ja, was bin ich nur, nicht? Wo ist die Heimat? Das Riesengebirge ist immer noch ein Teil meiner Identität, meiner Heimat. Familienfeste werden auch noch im Riesengebirge gefeiert, auch heute noch. Und deswegen, als gebürtiger Ostwestfale ist es auch meine Heimat. Die westfälische Welt ist Heimat geworden, weil ich mit Freunden dort groß geworden bin. Und ich habe in vielen Regionen der Welt gearbeitet. Durch die Kontakte zu Menschen haben sich so an verschiedenen Orten auch Teilheimaten entwickelt. Heimat ist also für mich ein sehr zusammengesetztes Bild. Dort, wo man Freunde oder Familie hat, ist es auch wieder Heimat. Und Heimat, und gerade Heimat, obwohl gerade Heimat, wobei dies auf Fremde sicherlich ebenso zutrifft, etwas sehr Persönliches ist, ist es umso wichtiger, dass wir uns mit diesem Begriff auseinandersetzen. Denn Heimat und Fremde sind auch immer wieder und gerade heute Gegenstand gesellschaftlicher Debatten. Dabei dienen sie auch als Legitimation unterschiedlicher, zum Teil konträrer politischer Argumentationen, Interesse und Handlungen. Und ich denke, weil es zurzeit turbulent ist und viel kontrovers, und deswegen freue ich mich eben auch, dass Kardinal Lehmann die Gelegenheit ergreift, auch hier eine Positionsbestimmung vorzunehmen. Und Sie haben gesagt, 12 Jahre waren Sie in Freiburg an der Universität, wo Sie geforscht haben. Auch da ist Heimat für Sie. Das gehörte zu den schönsten Jahren in Ihrem Leben. Auch wenn Sie bei uns nur 2 Vorlesungen halten können, hoffen wir, dass diese 2 Tage auch zu Ihren schönen in Ihrem Leben gehören werden. Also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für das Interesse. Wir werden nach der Vorlesung noch Zeit haben zu diskutieren mit Kardinal Lehmann. Jetzt freue ich mich auf den Vortrag, aber nichts ist umsonst. Herr Lehmann, bleiben Sie ruhig sitzen, ich komme zu Ihnen. Es gibt auch eine Urkunde, die wir verleihen für die Mercator-Professur. Ich komme zu Ihnen, bleiben Sie bitte sitzen. Ich lese den Text gerne vor. Die Universität Duisburg-Essen verleiht Karl Kardinal Lehmann die Mercator-Professur für das Jahr 2016. Die Mercator-Professur ist eine Gastprofessur der Universität Duisburg-Essen zu Ehren des Universalgelehrten und Kartografen Gerhard Mercator 1512 bis 1594. Duisburg-Essen den 13. Dezember 2016. Herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Rektor. Okay. Bitte schön. Vielen Dank. Wunderbar. Danke. Okay. Und noch ein paar Linkes hoch. Okay.